Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Ultra Mond. Ja, beim letzten Mal haben wir Myla, die Inselkönigin dieser Insel hier namens Akala, besiegt und wurden nun von einem Typen von der Aether Foundation hier zu diesem Resort eingeladen. Aber bevor wir dort in dieses Hotel oder so gehen, gucken wir uns, denke ich mal, hier noch ein bisschen um. Schadet ja nicht. Oh, und da ist ein Sankapu. Hallo Sankapu, wie geht's denn so? Ja, eine Sandburg. Die eigentlich sogar relativ putzig in Anführungsstrichen ist. Okay. Ein Sprudel. Hey, dankeschön. Wie nett diese Dame hier da ist. Okay. Ich glaube, hier in diesen Löchern sind auch Pokémon, wie man sieht. Okay, ein Stern, du. Brauche ich jetzt nicht. Wir haben ja bereits ein Wasser-Pokémon und theoretisch sogar noch ein Psycho-Pokémon. Von daher. Nö, danke. Auch wenn Psyana natürlich jetzt wahrscheinlich nicht für alle Ewigkeiten im Team bleiben wird, ist es jetzt erstmal nur so ein kleiner Lückenfüller, wie er eigentlich auch Gewalter. Der bleibt ja eigentlich auch nicht für immer im Team. Soll ja auch irgendwann dann mal ersetzt werden. Eigentlich, nee. Das Hündchen. Huch. Nein. Da war einfach ein Herrschersticker. Und eine Herzschuppe. Wow. Allerhand hier. Ja, Strände sind ja immer mal wieder dafür bekannt, dass man hier durchaus ein bisschen was einsammeln kann. Weil ja so vieles an den Strand gespült wird. Und daher kann es sich nicht, kann es nicht schaden, sich hier ein bisschen umzuschauen mit dem Hundchen hier. Eventuell finden wir noch das ein oder andere Schätzelchen. Kann ja nicht schaden, ne? Meinen Herrschersticker zum Beispiel, da konnte ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass es den hier gab. Aber gut, ich habe auch nie behauptet, dass ich hier alles jemals gefunden habe. Ich glaube, ich habe auch nie alle Herrschersticker gesammelt. Und du gibst mir, glaube ich, noch einen Auftrag, ne? Genau. Er will einfach nur, dass wir Goofa, die hier irgendwo am Strand herumlaufen, ins Meer zurückwerfen. Und das können wir gerne mal machen. Okay, 6 Goofa gibt es hier. Dann suchen wir die kleinen Dinger doch mal. Da haben wir schon mal eins. Aber irgendwie haben die es hier mit Goofa, ne? Die sind da überall irgendwo. Nur die Frage, sind sie auch hier am Strand nur oder irgendwo anders? Okay, da hinten ist ein Item. Wir suchen jetzt erstmal die kleinen Guferchen. Die am Wasser durchaus. Okay, da ist Nummer 1. Nummer 3. Die am Wasser eigentlich ziemlich schwierig zu sehen sind, teilweise. Okay, das ist Nummer 4. Da ist Nummer 5. Jetzt müsste hier noch irgendwo vielleicht weiter mittig was sein. Da ist noch eins, okay.
Ja, Goofa ist ja ein Magen-Pokémon. Entsprechend, ja, die Animation, die man sieht, wenn ein Goofa in den Kampf geworfen wird. 20.000, ja, das hat sich gelohnt. Das hat sich doch durchaus gelohnt. Für eine Minute Arbeit oder so. 20k, not bad. Wenn so einen Job im Real Life geben würde, ich sammle den ganzen Tag Goofa. Das wäre mir auch egal, ne? Mit 20.000 immer her damit. So, da wir hier auf dem Wasser sind, hole ich mal Akku-Pad vor. Nein, die gibt es hier auch auf dem Wasser. Ein Tentacher. Okay. Könnte sogar schneller sein als mein Bustchen hier. Ja, ist es auch. Na, großartig. Mir fällt also auf, mein Team ist echt lahm. Ey, come on. Jetzt flieh du endlich mal. Dann kill ich dich jetzt. Hast du jetzt davon? Weh, du verwirrst mich. Dankeschön. Und danke für den One-Shot. Meine Güte, immer diese Tentacher hier. Ey. Oh Mann, ich hasse es. Ja, genauso schlimm wie im DLC von Schwert und Schild. Diese Tohaido, die einen da auf dem Wasser permanent gejagt haben. Nur, dass man den immerhin noch irgendwie ausweichen konnte. Den hier ist es ja fast unmöglich. Ihr blöden Tentacher hier. Ich will nur dieses Item. Danke, eine Triebperle. Okay. Okay. Oh, und sogar eine Trainerin. Ich merke halt, ich hätte das Fenster mal zumachen sollen, ey. Nicht, weil es so laut ist und man das in der Aufnahme hören wird. Nee, ich glaube nicht, dass man das hören wird. Aber es hat gerade geregnet und zwar ziemlich stark. Entsprechend sind jetzt eben die Straßen all nass. Und irgendwie, ja, wenn da Autos drüber fahren, dann hört sich das irgendwie noch lauter an. Als es ohnehin schon ist. Und dann fängt es hier auch noch an zu regnen, wegen diesem blöden Pelipper. Nee, du verwirrst mich. Ich sag's dir immer wieder. Dankeschön. Dafür bist du jetzt One-Shot. Ja. So und nicht anders hört sich das. Reutschere. Na gut, noch bist du physisch besser, ne? Also kannst du gerne Kreuzschere lernen. Wenn du ein Käfer bist. Sobald es sich dann irgendwann mal entwickelt hat, dann ist es allerdings eher speziell stark. Was bedeutet, man sollte dann eben... Okay, ein Schattenglas. Schauen, dass man eben auch spezielle Moves drauf spielt. Da ist noch ein Schwimmer. Den können wir auch noch plätten. Ja, das gehört alles dazu, ne? Erst die Kämpfe. Erst die Routen clearen und dann geht es in der Story weiter. So und nicht anders. Ich kann natürlich auch schon durchrushen, ne? Ich könnte auch einfach sagen, ja, scheiß auf die Trainer. Geh einfach direkt ins Resort hinein und meine Story weiter. Und verlass die Insel wahrscheinlich sogar auch dann. Putzi. Ich wechsle mal zu Psyana. Das ist aber kein Quappo, entsprechend ist es jetzt nicht effektiv. Aber who cares? Wir hauen das Ding jetzt einfach zu Klump. Mit der Konfusion.
Und der lässt auch schon wieder regnen. Meine Güte, das ist ein ziemlich regnerischer Tag. Hat das Ding Wassertempo? Scheinbar nicht. Dann ist ja gut. Ich glaube, es regnet auch gerade bei uns. Meine Güte. Na, die letzten Tage hat es nicht wirklich geregnet. Eigentlich die letzten Wochen, glaube ich, sogar nicht wirklich bei uns. Also, wieso nicht? Will man sich immer nicht beschweren. Die Natur braucht es hin und wieder mal, ne? Da ist noch ein Tränen. Ich hätte mein Pokémon heilen sollen, fällt mir gerade auf. Wird schon schief gehen, ne? Assi, mit einem Garados. Ach du Scheiße. Okay. Ja, jetzt ist natürlich toll, dass ich nicht geheilt habe, ne? Das ist ja wunderbar. Hätte ich nämlich geheilt, dann hätten wir immer noch angreifen können. Buchtler, wie viel macht das? Geht noch. Weil wir hätten jetzt halt einen Hit for free noch mehr gehabt. Aua. Okay, trotz Bedroher. One-shotten wir es. Wunderbar. Vielfach Schwächen sind halt immer tödlich. Nein, ich will nicht mit dir reden. Will diesen Tauchball haben. Dankeschön. Gibt es in diesem Spiel überhaupt Taucher? Das sind noch eine. Wie viele Trainer gibt es hier bitte? Zu viele. Das auf jeden Fall. Weil da liegt auch noch ein Item. Ein Gegengift. Ja gut. Die Items, die hier im Wasser sind, sind jetzt nicht so pralle. Muss ich mal so sagen. Aber warum gibt es hier eigentlich zwei unterschiedliche... Ah, da haben wir sogar Woofer. Warum gibt es in dem Game hier eigentlich zwei unterschiedliche Sprites für Schwimmerinnen? Ich meine, die eine blonde mit dem schwarzen Bikini und kurzen Haaren und Teddy hier eben. Gibt es bei den männlichen auch zwei? Ah, ich glaube, das hier ist wie, ja, genau. Finalschlag, glaube ich, ist das ähnlich. Die, ich gehe drauf Animation gerade von Goofer. Die war... Es tut halt seinen Magen ausgeben, ne? Sehr appetitlich, ich weiß, aber naja. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, auch mal den Strand endlich abgeschlossen. Dann können wir endlich hier weiter. Wird auch mal Zeit. So, ich glaube, wir tun Marikek mal wieder nach vorne. Hallo, die Herren. Damen. Ein Hula-Hoop-Tänzer. Und keine Ahnung was, ihr ja auch immer hier noch seid. Und der Typ mit der Riesenbrille. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ihr solltet mich so nie vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich hab dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Ätherparadies. Das Ätherparadies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der sein Versprechen hält. Du wirst also mit zum Ätherparadies kommen, oder? Okay. Gut, dann folge mir bitte. Das Ätherparadies ist ein überwältigender Ort. Wartet, nimm mich mit. Na nun, die Inselkönigin Myla verabschiedet euch höchstpersönlich. Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselverwandtschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Wahrscheinlich genau deshalb. Hm. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut dem Pokémon an eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge anderer Dinge zu tun.
Aber werft ihr doch für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Aether Foundation. Ah genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte im Maliche-Ziergarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Es wird Zeit, Akala hinter uns zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder her zurückkehren. Nun gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht auf so einem Schiff wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nichts Geringeres als die Fähre. Yay, wir können Schiff fahren. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pomon dafür verantwortlich sind, Sky? Nee, aber cool wär's, oder? Oh Junge, bin ich auf das Aether-Paradies gespannt. Ja, und da werden wir eine gewisse Persönlichkeit wahrscheinlich auch noch kennenlernen. Das Aether-Paradies. Warum ist hier eigentlich alles so weiß? Da wären wir, ihr beiden. Das ist das Aether-Paradies. Interessante Haube hat der Typ da auf, ne? Das Aether-Paradies dient dem Schutz und Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neuesten Technologie. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokebälle. Jedoch kann man im Aether-Paradies selbst keine Pokebälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Hallo, na? Fabian! Nein, nein, nein! Würdest du mich bitte nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Ach, so einer ist das. Und möchte gern Wichtigstour. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pomon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führe du derweil diese Kinder herum und bring sie dann zur Präsidentin, ja? Ich mag den Typen irgendwie nicht. Die wirkt sympathischer. Hi, Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Moment mal, du kennst unseren Namen? Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beiden uns dabei geholfen habt, Pomon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang im oberen Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Es geht aufwärts. Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnt ihr Pomon heilen lassen. Hi, Tali. Ihr zwei seid auf Inselverwandtschaft, um Champ zu werden. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid? Ja, wenn man 11 Jahre alt ist, kann man auf Inselverwandtschaft gehen. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen mein Upi gewinnen will, wenn er alles gibt. Aber im Moment will ich einfach nur Spaß haben auf meiner Inselverwandtschaft. Verstehe. Wenn man in euer Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Schließlich ist ein Trainer für seine Pomon so etwas wie ein Elternteil. Hey, Tali, wir fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Los geht's! Ich muss mal ganz kurz was züffeln.
Im Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen im Ätherparadies verboten. Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet. Ihr bietet mir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Sky abgesehen hat. Manche Pokémon müssen beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Sie sind bedroht, weil sie vom Pokémon namens Gastetta angegriffen werden. Den Corazon in Kanto scheint es ja übrigens besser zu gehen. Wisst ihr, ich bin früher nämlich auch einmal durch Kanto gereist. Aber lasst mich euch aus dem Pokédex vorlesen. Corazon. In Alola gibt es viele Corazon mit kurzen Korallenarmen, da es dort von ihren Fressfeinden Gastetta nur so wimmelt. Opi hat mir mal gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann. Ja, siehe Legends Arceus, ne? Aber kann die Aether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Eine gute Frage. Wir wollen schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht stören. Nauze da draußen. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in der Natur eingreifen darf. Am besten gar nicht. Die Natur hat schon... Es gibt schon Gründe, dass die Natur so ist, wie sie ist, meistens. Die Aether Foundation ist echt der Wahnsinn. Aber eins frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum habt ihr euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wer weiß, unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Der ist übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Ja, die Frau mit der Riesenfrisur. Okay, wir werden mir teilweise auch aufgehalten, damit wir auch ja nicht zu viel sehen. Aber an sich ist das Ganze hier schon cool, ne? Sieht schon ganz nice hier aus. Aber den ganzen Pokémon, es kommt allen so vor wie ein Zoo. Da ist sie. Meine süßen, geliebten Pokémon. Ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Nanu? So viele Frauenstimmen hier. Ich kann doch keine Frauenstimmen nachmachen. Ich liebe ihr viel, muss ich ehrlich sagen. Guy und Tali, ich heiße euch im Aether-Paradies willkommen, der Privatinsel der Aether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselverwandtschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Ja, das gibt es auch im echten Leben. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und beschütze sie mit meiner Liebe. Das Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst. Präsidentin solch einer großen Organisation. Und das, obwohl du doch noch so jung bist. Nicht doch, Tali, mir so zu schmeicheln. Da verzeihe ich dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Guter Witz. Hat sich gut gehalten, ne? Im Ernst jetzt? Jetzt sei doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein. Wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne mal bei einem Einkaufsmoment beraten. Ich weiß nicht, dein Stil ist schon ziemlich speziell. Lilly steht das sicher total, aber mir? Jetzt mach dir mal keine Sorgen, überlass das einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagt. Das halte ich für ein Gerücht. What happened? Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss?
Oh mein Gott, es ist noch eine Qualle. Du, kommst du aus einer anderen Welt? Der Manfahr, sei vorsichtig. Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Du arme Kreatur. Ich hab den Namen von dem Teil vergessen. Ich glaube, den werden wir jetzt noch nicht erfahren. Ne, heißt nur Fragezeichen. Aber man kennt das Spiel eigentlich auch, wenn man Gen 8 gespielt hat. Sag ich jetzt mal, ne? Das ist, glaube ich, ein Giftgesteins-Pokémon. Und ich glaube, wir setzen jetzt einfach mal unser Zapkraft ein, damit wir ein bisschen mehr Schaden machen und ein bisschen flotter besiegen können. Los, Mudicake, Z-Attacke. Super Wassertornado. Und es reicht sogar wunderbar. Fangen konnten wir es natürlich nicht, ne? Ist ja klar. Duplexieb, ne. Akku reicht auch noch ein Level up. Wunderbar. Ich hatte schon befürchtet. Wir bauen wohl doch das Kleine. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Der Manfahr, ist alles in Ordnung? Mir scheint, ihr habt zum ersten Mal eine Ultra-Bestie gesehen. Es handelt sich dabei um äußerst rätselhafte Kreaturen, die in der Ultra-Dimension leben. Einem Ort jenseits der Ultra-Pforten, jener Löcher, die sich am Himmel auftun. Es würde nicht schaden, sich das zu merken. Hä, wie sehen die uns, wie sehen die denn aus? Das sind Mitglieder des Ultra-Forschungsteams. Die beraten uns in Sachen Ultra-Bestien. Wollt ihr euch vorstellen? So sieht man sich wieder, Trainer auf Inselverwandtschaft. Dein Name lässt es bereits vermuten, wir erforschen Ultra-Pforten und Ultra-Bestien. Kommandant Sionia hier leitet unser Team, mein Name ist Mirin. Mittels der Ultra-Pforten sind wir aus einer anderen Welt namens Alola gelangt. Aus einer dunklen Welt ohne Licht. Ein Pomo namens Necrozma spendet uns Licht, doch es hatte eine wilde Seite. Wir nennen es seine Lumineszenz, um unsere Ehrfurcht vor ihm auszudrücken, doch wenn wir nichts tun, reißt er früher oder später möglicherweise auch das Licht Alolas an sich. Keine Angst, es ist alles in bester Ordnung und unter Kontrolle. Selbst wenn eine Ultra-Bestie oder dieses Necrozma aus einer anderen Welt hier einfallen, sind wir von der Aether Foundation bestens darauf vorbereitet, das Licht Alolas zu beschützen. Ihr müsst euch also um nichts Sorgen machen. Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste eigentlich auf Inselverwandtschaft sind, richtig? Gehen Sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich. Ich werde nachsehen, ob meinen geliebten Pum und Alessand wohl aus sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Möglicherweise war das Experiment, eine Ultra-Pforte zu öffnen, nicht ganz so erfolgreich wie erhofft. Dann werde ich euch mal nach Ula-Ula bringen. Lecker schon, das wird ein ziemlich langer Part. Naja. Tschüssi, winke, winke.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Ulterpforte sehen würde. Und schon gar nicht Besucher aus einer anderen Welt. Das muss ich unbedingt Professor Burnett erzählen. Ich bin froh, dass ihr so positiv seht. Wir waren nämlich genauso überrascht wie ihr. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Einmal Asada und eine TM. Mir reicht die TM, aber okay. Wow, ein maximaler Asada, danke. Finde ich auch, dass leckere Sachen noch besser schmecken, wenn man sie teilt? Ja, ich weiß, was du meinst. Nichts geht über eine leckere Mahlzeit, die man sich mit lieben Menschen teilen kann. Ach ja, Sky, das ist für dich, die TM Psychokinese. Nice. Da können wir jetzt bitte endlich mal in Ula Ula ankommen. Ich hoffe, ihr erlebt noch viele weitere tolle Abende auf eurer Inselverwandtschaft. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Pia. Puh. Mir steckt das Herz immer noch bis zum Hals. Die Ulterpforten gibt es also wirklich und die Ulterbestien auch. Und dann auch noch das Ulterforschungsteam. Die Welt steckt voller Überraschungen. Ich bin schon gespannt, was uns auf der nächsten Insel alles erwartet. Zeit für einen Snack. Nom nom nom. Möchtest du was abhaben? Hier, hau rein. Nee, da ist ein Schnodder noch dran. Hm, Mann, war das lecker. Schade, dass nichts mehr da ist. Ula Ula. Lipa! Gut, Sasa, da wären wir. Darf ich mich bitte selber mal frei bewegen wieder? Ula Ula sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als die bisherigen Inseln. Als nächstes geht's zu Professor Kukui. Er wartet im Malizierkan auf uns, richtig? Aber warum eigentlich genau da? Naja, das finden wir wohl bald heraus. Totem Klappe. Mit dem Part beenden. Gut, Leute, ist ein ziemlich langer Part geworden, aber na, wollte er sich irgendwo mittendrin cutten, von daher. Was ist das erste Mal mit Pokémon Ultramond für heute? Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne irgendwie Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht, und ja. Ich würde mich freuen, wer beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns dann hier zum Malizier-Tiergarten begeben und uns hier ein bisschen umschauen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.